Ein Mensch, der sich eine Auszeit nimmt, stößt immer wieder auf die Sehnsucht, die tief verborgen in solchen Momenten des Lebens offen zutage tritt. Diese Sehnsucht ist ein großes Verlangen, vergleichbar wie ein Durst an einem heißen Tag. Wie das Wort es schon sagt, es ist eine Sucht, die sucht, gestillt zu werden. Sicherlich gibt es nicht die gleiche Sehnsucht für alle Menschen und sie wechselt von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt. Vielleicht ist es für die meisten Menschen das, was sie mit Glück bezeichnen würden. Glücklich zu sein, befreit von Sorge und Schmerz. Angefüllt zu sein mit Entschlossenheit, Zielstrebigkeit und umgeben von Frieden, Freiheit und Hoffnung. Vielleicht ist es das, was das Herz gleichmäßig schlagen lässt und aus dem Takt bringt, wenn sich das alles nicht einstellt. Für manchen ist es die Sehnsucht nach Begleitung, nach einem Menschen, der für mich da ist, der das Leben mit mir teilt, der uneingeschränkt Ja zu mir sagt. Für manchen ist es die Hoffnung auf Heilung in schwerer Krankheit, Depression oder Niedergeschlagenheit. Es ist die Sehnsucht, die uns voranbringt, die uns Hoffnung schenkt, aufstehen lässt, umtreibt. Dann gibt es da noch die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit oder nach dem, dass etwas bleibt, wenn ich nicht mehr bin. Glaubende Menschen nehmen an, dass Gott ihnen diese Sehnsucht ins Herz geschrieben hat. Sie nehmen auch an, dass er allein diese Sehnsucht stillen kann. Das Herz ist so lange unruhig, bis es Ruhe findet in dir, sagt Augustin und meint damit den Gott, der die Liebe ist. Von hier geht es weiter zur nächsten Station, der Stille.